She was abducted. Okay, everybody, listen up. Okay, setzen wir uns zusammen. Macht es euch auf der Decke bequem. Es gibt so viele verschiedene Arten. Die nordischen Aliens, die Mantis, verschiedene Arten von Grauen. Ich glaube, dass mehr als 50 Arten von Außerirdischen die Erde besucht haben. Ist die Menschheit nicht allein im Universum? Wird sie vielleicht sogar von Außerirdischen hier auf der Erde besucht? Angebliche Beweise wurden bisher immer als Fälschungen entlarvt. Aliens bleiben Stoff von Science-Fiction-Erzählungen, wie Alien oder E.T. Doch sie stehen auch im Zentrum von Verschwörungserzählungen. In den USA glauben etwa 65% der Menschen, dass es in den Weiten des Universums noch andere Lebewesen geben könnte. In Deutschland jeder Zweite. Hier in Sacramento trifft sich eine Gruppe regelmäßig zum sogenannten Skywatch. Beim gemeinsamen Blick in den Himmel hoffen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein UFO zu sehen. Auch in Europa begeben sich Menschen auf die Suche nach Beweisen für extraterrestrische Besucher. Einer der größten UFO-Hotspots liegt in Frankreich, genauer in Bugarach, einem 200-Seelendorf am Fuße der Pyrenäen. Der Hausberg Pic de Bugarach wird auch UFO-Berg genannt und ist seit einigen Jahren zu einer Art Pilgerstätte für UFO-Begeisterte aus aller Welt geworden. 2012 erlebt das Dorf einen regelrechten Ansturm von Esoterikern und partyfreudigen UFO-Fans. Denn laut Maya-Kalender steht der Untergang der Welt bevor. Und dem könne man nur in Bugarach entgehen. Und zwar mit Hilfe von Aliens. Die Welt geht nicht unter. Doch die angeblichen UFO-Sichtungen rund um den Pic de Bugarach werden seitdem verstärkt im Internet verbreitet. Auch Werner Betz ist hier seit Jahren einer Geschichte von kosmischen Ausmaßen auf der Spur. Der Autor und Hobbyforscher ist sich sicher, in der Geschichte der Menschheit ist nicht immer alles so verlaufen, wie es die Historiker darstellen. Ein Wissenschaftler ist etwas anderes als ein Forscher. Ein Forscher ist jemand, der neue Erkenntnisse sucht. Und insofern würde ich uns als Forscher bezeichnen. Ich habe jetzt versucht, einfach mal mit dem Hohlraumdetektor festzustellen, ob er hier irgendwelche Hohlräume als Verbindungsweg anzeigt, vielleicht zwischen den zwei Hügeln. Seine Vermutung: Hier befindet sich eine Art unterirdische UFO-Garage. Werner Betz ist auf den Spuren des französischen Aussteigers Jean de Renier, der einst hier gelebt hat. Jean de Renier, das ist dieser interessante Mann. Im Zweiten Weltkrieg war er Flieger, war Ingenieur, Straßenbauingenieur und hat das alles an den Nagel gehängt, weil er von den Ruinen hier gehört hat. Ruinen einer atlantischen Kolonie, das hat ihn sehr interessiert. Die sollen hier hinten in den Hügeln verborgen sein. Aber als er dann hier war, sind ganz andere Dinge geschehen. Nämlich dann hat er bei seinen Wanderungen und bei seinen Erkundungen im Salztal hat er immer wieder einen gewissen Lilor getroffen, der sich zu erkennen gab als außerirdischer UFO-Kommandant. Und der hat ihm Dinge aus Wissenschaft, insbesondere aus Physik, Astronomie und Mathematik erklärt. Jean hat diese Dinge aufgeschrieben, akribisch in einem Heft, das 68 Seiten umfasst. Und wir wissen
heute, dass diese Informationen für unsere Mathematiker, Physiker tatsächlich brauchbar sind. Aber die gehen unserem Wissen 100, 200, 300 Jahre voraus. Mit den Aufzeichnungen und Formeln von Jean de Renier ist Werner Betz bereits an zahlreiche physikalische Institute herangetreten, ohne auch nur eine Antwort zu bekommen. Doch das ist für ihn kein Grund aufzugeben. Es gibt wirklich konkrete Belege, dass dort ein UFO in der Erde liegen soll. Die Angaben schwanken zwischen 15 und 25 Metern Tiefe. Das wollen wir auch heute mal versuchen mit einem Hohlraumortungsgerät, mit einem Hohlraumdetektor, ein wenig zu verifizieren. Im Moment wird die Taktfrequenz höher. Das heißt, hier ist nichts, eben war es relativ gering. Okay. Das könnte auch auf unterschiedliche Bodenbeschaffenheit natürlich hindeuten. Da brauchen wir schon noch mal ein bisschen Bestätigung. Hier ist es eigentlich eindeutiger, dass hier Hohlräume sein müssen. Um es jetzt genau zu orten, müssten wir mal 4 Wochen Urlaub machen und den ganzen Hügel untersuchen. Ja. Mit seinen Forschungen und den Büchern, die Werner Betz in seinem eigenen Verlag veröffentlicht, bewegt er sich auf dem Feld der Präastronautik. Anhänger dieser Theorien sind davon überzeugt, dass hochintelligente Außerirdische die Erde seit ihrer Frühzeit immer wieder besuchen und so die Entwicklung der Menschheit maßgeblich beeinflussen. Die Präastronautiker, die ich gesprochen habe, sind bemüht, wissenschaftliche Methodik anzuwenden, ohne aber wissenschaftliche Methodik anzuwenden. Da finden Sie zum Beispiel einen Hammer vor 32 Millionen Jahren. Da gab es keine Hämmer. So, da finden Sie aber diesen Hammer in der Gesteinsschicht. Und dann sagen Sie, das hier ist ein Merkmal für einen Alienbesuch. Warum auch immer die Hammer hatten, die Aliens, aber ist Beleg. Und dann wird erklärt, wieso dieser Hammer nicht 32 Millionen Jahre alt ist, sondern wie er durch verschiedene geologische Prozesse in diese Gesteinsformation kam. Und der Wissenschaftler wird jetzt sagen, das ist ein Beleg dafür, dass meine Theorie nicht stimmt. Der Präastronaut sagt, okay, dann war es das nicht, aber dann werde ich das nächste finden. Spekulationen zu uralten Alien-Einflüssen existieren bereits seit dem 19. Jahrhundert. Flächendeckend verbreitet werden sie ab den 1960ern von Erich von Däniken. Über 70 Millionen Bücher hat er verkauft und ist immer noch aktiv in der Szene. Seine Theorien präsentiert er etwa regelmäßig in der Erfolgsserie Ancient Aliens. You see a man. Man sieht einen Mann, nach vorne gebeugt, wie ein Motorradfahrer. An seiner Nase ist eine Art Sauerstoffmaske. Mit der einen Hand betätigt er einen Knopf und mit der anderen einige Bedienelemente. Er sitzt auf einem Stuhl in einer Art Kapsel. Die Präastronautik entstand in der viktorianischen Ära, im Imperialismus und Kolonialismus. Sie glauben, dass indigene Völker nicht in der Lage waren, eigene Kulturen zu entwickeln oder ohne Hilfe von außen ihre Monumente zu errichten. Die Präastronautik zählt zu den sogenannten Parawissenschaften. Das sind Erkenntnisansprüche außerhalb der akademischen Wissenschaften. Von Kritikern werden sie auch immer wieder als Verschwörungstheorien bezeichnet.
Der Ausdruck Verschwörungstheorie hat einen sehr negativen Touch. Die Frage ist, ist das überhaupt so negativ, wenn ich eine andere Meinung habe als der Mainstream-Wissenschaftler und wenn ich die auch noch, wenn ich die begründe? Natürlich kann man über unsere Bücher kann man diskutieren. Wir stützen uns viel auf Indizien. Und für die einen sind wir vielleicht Verschwörungstheoretiker. Für die anderen sind wir alternative Forscher, die andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und während die einen noch nach Außerirdischen suchen, hat in Sacramento Laurie McDonald schon täglich mit ihnen zu tun. Sie arbeitet als Hypnosetherapeutin. Ihr Fokus: die Begegnung mit Aliens. Wahrheit oder Realität ist, woran du glaubst. Nicht, was dir jemand anderes glauben machen will. In meiner regressionstherapeutischen Arbeit hatte ich es mit Reptiloiden zu tun, mit Mantis, Grauen, Blauen. Manche sprachen von nordischen und katzenähnlichen Aliens. In Ufologiekreisen kennt man die unterschiedlichsten Alien-Spezies. Die häufigsten Erzählungen kreisen aber um die Venusianer, Reptiloiden oder natürlich die Grauen. Die Grauen und die Reptiloiden arbeiten an einem Programm zur Gewinnung von menschlichen Genen, um Hybridwesen zu erschaffen. Schon seit geraumer Zeit. Die deutsche Auswanderin Barbara gibt an, seit ihrer Kindheit Kontakt mit Außerirdischen zu haben. Der eine Reptilien, den kenne ich ja nun schon seit vielen Jahren sozusagen. Und der ist immer sehr nett, unheimlich vorsichtig. Der hat ja bloß 3 Finger und sehr lange. Und dann kommen dann noch die Krallen dazu, also sind ganz lange. Und wenn er dich anfasst, macht er also ganz vorsichtig, dass er dir ja nicht irgendwas wehtut. Ne? Aber der ist immer sehr nett. Barbara ist sich sicher. Sie wird regelmäßig von Außerirdischen entführt. Zusammen mit Laurie will sie in einer sogenannten Rückführungstherapie mehr darüber herausfinden. Ich habe auch ein Implantat hinten an meinem Gehirn. Und dann habe ich noch eins vor 2020 in meine Schulter bekommen. Das ist auch festgehalten worden, aber ich habe noch kein Röntgenbild davon. Aber also ich nehme an, durch dieses, da bin ich, können Sie mich auch überall finden. Ne? Aliens, die Menschen entführen, um an ihnen Experimente vorzunehmen, das kennt man seit den 90er Jahren vor allem aus der Serie Akte X. Doch solche Erzählungen gibt es schon viel länger. Die frühen Erzählungen über Kontakte mit Außerirdischen waren eher positiv. Ab den späten 1960ern, mit der Entführung von Betty und Barney Hill, werden diese Geschichten viel düsterer. Die Amerikaner Betty und Barney Hill sind die mutmaßlichen Opfer des weltweit ersten dokumentierten Falls einer Entführung durch Außerirdische. 1961 beobachtet das Paar während einer Autofahrt ein leuchtendes Flugobjekt. Dann kompletter Filmriss. Ab diesem Zeitpunkt träumt Betty immer wieder, dass seltsame Wesen an ihr und ihrem Ehemann schmerzhafte Experimente vornehmen. Nach jahrelangen Albträumen und Versuchen durch Hypnose sind die beiden schließlich überzeugt, sie wurden von Außerirdischen entführt. We were taken on board and we were told to relax, no harm was going to come to us. And we did. And they did some testing of both Barney and me. Ihre Schilderung der Entführung erinnerte sehr stark an 3 Episoden der Serie The Outer Limits, die kurz vor ihren Hypnosesitzungen ausgestrahlt wurden. In einer dieser Folgen geht es um etwas, das man damals wohl als gemischtrassige Ehe bezeichnet hätte. Es geht um Außerirdische, nachts im Wald, in schwarzer Kleidung mit Insektenaugen und um Trauma, Angst und Traurigkeit.
Und genau diese Themen finden sich in Barney Hills Hypnosesitzung. Er beschreibt auch die Außerirdischen auf die fast gleiche Weise. Wenn Menschen psychisch intensive Erfahrungen wie Nachtschreck oder Wachträume haben, greifen sie auf solche Narrative zurück. Auf diese stereotypen Entführungserfahrungen durch Aliens, die im Grunde dann einfach genau das wiederholen, was sie erwarten. Ich fange an wie immer. Mach einige lange, tiefe Atemzüge. Atme einfach durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. So ist es gut. Lass einfach los. Die Energie fließt jetzt in die Hüften. Löst jede Spannung und schafft genau die richtige Menge Raum. Wir gehen zu einem bestimmten Moment. Dort versuche ich, die Erinnerung zu verstärken, das Bewusstsein in eine Art 360-Grad-Ansicht zu bringen. Du bist jetzt 79 Jahre und konntest tiefere Erkenntnisse erlangen über das, was du erlebt hast. Ich weiß, dass du mehrere Fehlgeburten hattest. Ja, fünf. Du warst also schwanger und hast einen Plejadier oder einen Reptiloiden getroffen. Haben die dich irgendwo hingebracht? Ich kenne sie. Und meine weiße Lady war da. Und wie heißt deine weiße Lady? Ihr Name ist Uru. Kennen die alle da oben jetzt und so. Und sehr positive Beziehung. Manchmal mussten sie dir natürlich wehtun, wie bei den 5 Fehlgeburten. Da haben sie meine Babys genommen. Das hat natürlich wehgetan. Und dann hat sie immer, ach, das tut mir so leid. Und, aber es muss sein und so. Ne? Dann haben sie gesagt, sie haben mich geerntet. Das sind jetzt meine 4 Kinder, Septi, Kamu, Ja und Rafti. Septi, Kamu und Rafti sind die 3 Mädchen und Ja ist der Junge. Ne? Meinen Sohn habe ich öfter gesehen. Es kann sein, dass er sogar auf dem gleichen Schiff arbeitet, wo sie mich hochnehmen. Ich habe den also öfter mal gesehen danach. Aber die Mädchen, 2 Mädchen sind auf einem anderen Planeten und ein Mädchen ist im anderen Schiff, auf einem anderen Schiff. Da arbeiten die. Tief einatmen auf 3, 4 und Augen auf 5. Sehr gut. Rückführungstherapien führen dazu, dass Menschen falsche Gedächtnisspuren gelegt werden. Wenn ich in irgendeiner Art und Weise lenkende Fragen stelle und wenn der Therapeut eh schon der Meinung ist, dass da etwas in der Vergangenheit sein muss oder irgendeine Ideologie mitbringt, dann finde ich das. Und das Mordsgefährliche ist, dass wir Menschen falsche Erinnerungsspuren nicht unterscheiden können von echten. Beispielsweise bei den Personen, die glauben, sie wurden in irgendwelchen Raumschiffen untersucht. Da haben wir viele Berichte beispielsweise von Frauen, die viele Fehlgeburten hatten und die dann diese Fehlgeburten im Nachhinein dadurch erklärt haben, also dem ganzen Sinn gegeben haben, dadurch, dass das eben Aliens gewesen sind. Diese Rückführungstherapeuten haben ein gewisses ideologisches Konstrukt, meist verschwörungstheoretisch verortet. Eine Theorie wird zur Verschwörung, wenn sie sich gegen etwas richtet. Oft lässt jemand aus einem Unternehmen oder der Regierung Informationen durchsickern. Das wird vertuscht und man bezeichnet diese Leute einfach als Verschwörungstheoretiker. Diese Informationen sind Theorien, bis sie bewiesen werden. Inzwischen hat sich vieles, was als Verschwörung galt, als wahr herausgestellt.
Beim sogenannten Skywatch trifft Laurie MacDonald Gleichgesinnte. Die meisten hier hatten laut eigenen Angaben schon Kontakt mit Außerirdischen. Die anderen warten noch darauf. Gemeinsam begibt man sich auf Spurensuche in Richtung Universum. Bei diesen Skywatches belohnen sie uns oft, indem sie sich uns zeigen. Hoffentlich auch heute Abend. Lasst uns unsere Energien sammeln und wie einen Strahl bündeln, um ein UFO herbeizurufen. Das sind unsere Medien. Wir haben Zandin. Er geht zu vielen UFO-Hotspots und ist sehr gut darin, UFOs zu fotografieren. UFOs captured on photographs. Und wir haben Wishfire. Auch sie hat die Gabe, UFOs aufzuspüren und Fotos von ihnen zu machen. Als ich jünger war, habe ich oft von den Grauen geträumt. Und von froschartigen Aliens, die ein bisschen kleiner sind. Und ich träume auch immer wieder von Reptiloiden. Die Reptiloiden. 12 Millionen Amerikaner glauben, dass sie wirklich existieren. Man kennt sie aus der Science Fiction, zum Beispiel aus Sie leben von John Carpenter. Oder aus Doctor Who. Star Trek. Oder wie die außerirdischen Besucher kommen. Doch um diese Echsenmenschen ranken sich auch die wohl skurrilsten Verschwörungstheorien. Die meisten dieser Erzählungen behaupten, dass die Echsenmenschen außerirdische Lebensformen sind, die ihre Gestalt beliebig verändern können. Zu ihnen sollen eine Reihe einflussreicher Persönlichkeiten gehören. Der Papst, Mark Zuckerberg, die Queen, Angela Merkel und natürlich die Clintons. Das Ziel dieser Wesen, die Menschen zu Sklaven einer neuen Weltordnung zu machen. Ganz so, wie man es auch aus Verschwörungserzählungen über die Rothschilds oder über Geheimbünde wie die Illuminaten kennt. Die Echsenmenschen-Theorie wurde am Anfang vor allem belächelt. Es machte den Leuten einfach großen Spaß, Bilder von Prominenten wie zum Beispiel Königin Elisabeth als Echse zu photoshoppen. Die Idee, dass es 3 Meter große Echsenwesen gibt, die heimlich die Welt regieren und dass viele Staatsoberhäupter in Wahrheit Echsen sind, stammt von David Icke, der damals abtauchte, zurückkam und sich zu einer Art Visionär erklärte. Er begann, über diese großen Echsenwesen zu sprechen, die er die Anunnaki nannte. David Icke, ein ehemaliger Fußballprofi aus Schottland, wird nach Karriereende mit seinen Büchern über eine formwandelnde Echsenelite international bekannt. Seine Theorien verbreitet er auf einem eigenen Kanal im Internet. Reptilian humanoids that have been behind the manipulation of world events and absolutely current events. David Icke ist oft als Antisemit bezeichnet worden, weil er offen antisemitisches Gedankengut mit seinen Echsenmenschen-Theorien vermischt. Er bezieht sich auf die Protokolle der Weisen von Zion. Er sagt, dass es darin in Wahrheit nicht um Juden, sondern um Reptiloide ginge und es deshalb okay wäre. Aber die, die auf seine Theorien stoßen und anfangen, sich mit Reptiloiden zu beschäftigen, sagen, oh, die Protokolle der Weisen von Zion, was ist das denn? Und werden radikalisiert, weil sie glauben, dass Reptiloide in Wahrheit Juden sind. Und von da aus landet man ganz schnell bei QAnon, beim Neonazismus und all den dunklen Subkulturen der UFO-Szene. Wie gefährlich der Glaube an Reptiloide werden kann, zeigt der Fall von Anthony Quinn Warner, der weltweit Schlagzeilen macht. Eine bizarre Wendung im Fall der Explosion an Weihnachten. Die Ermittler gehen nun mehreren Verschwörungstheorien als mögliche Motive nach. Der Täter glaubte an eine sogenannte Reptiloiden-Verschwörung.
conspiracy. Warner ist regelrecht besessen von den Echsenmenschen und anderen Verschwörungstheorien wie QAnon. Am 25.12.2020 sprengt er sich im Wahn in seinem Camper in die Luft. Dabei werden 8 Personen verletzt. Ob Echsenmenschen oder andere Aliens, hier beim Skywatch in Sacramento ist man von ihrer Existenz überzeugt. Die meisten sind sich außerdem darüber einig, dass die Regierungen nur zu gut über all das Bescheid wissen. Die Regierung hat Informationen über Außerirdische. Aber wahrscheinlich gibt es gute Gründe, das nicht zu veröffentlichen. Auch für Laurie ist klar, vor allem das Militär und die Regierungen stehen schon lange in Kontakt mit Aliens und sind im Besitz von außerirdischer Technologie, mit der das Bewusstsein von Menschen kontrolliert werden kann. Die amerikanische Regierung hat ein Patent auf die Übertragung von Sprache direkt in den Kopf. Sie sind so in der Lage, elektronisch eine Nachricht an eine beliebige Person oder Gruppe zu senden. Die US-Armee hat das in Afghanistan eingesetzt. Sie schicken die Botschaft direkt in die Köpfe. Ich bin Allah. Runter mit den Waffen. Ergebt euch. Und dann warfen die sich zu Boden und riefen: Allah, Allah, Allah. Es war aber nicht Allah, ihr Gott. Es war eine Manipulation. Theorien wie diese sind in der Community weit verbreitet. Nicht nur in den USA. An die Zusammenarbeit von Außerirdischen und Menschen glaubt auch Anja Schäfer. Hallo, ich bin Anja Schäfer und ich unterstütze die Frau von der Venus, die hinter mir im Regal steht, die Omnek Onek, die Botschafterin der Venusia, bei dem Verbreiten der wundervollen, liebevollen Botschaft der Venusia. Anja Schäfer ist seit Jahren mit einer echten Außerirdischen in Kontakt, der Venusianerin Omnek Onek, bürgerlicher Name Sheila Gibson. Seit einem Schlaganfall lebt Sheila zurückgezogen in San Francisco. Ihre venusische Botschaft vermittelt nun aber Anja Schäfer im Venus-Büro in ihrer Wohnung am Bodensee. Ja, was arbeite ich hier so? Also was ihr hier im Regal seht, das sind die Bücher, die ich gemacht habe. Einfach Weisheit und Liebe, venusische Spiritualität. Und das ist, ich kam von der Venus, die Autobiografie einer Außerirdischen. Das sind Omnek und ich. Das ist in meinem Laden in Landshut. 1997 oder 98, da haben wir uns kennengelernt. Da sind wir dann eben schon nah gewesen, wie man ja hier auch auf dem Bild sieht. Da waren wir dann schon Freundinnen und waren auch schon privat miteinander sozusagen. Ja, Omnek beschreibt ihre Geschichte. Und zwar ganz kurz zusammengefasst, wie sie 1955 als Kind von der Venus zur Erde kam. Und hier von einer Familie in Tennessee aufgezogen wurde. Und in diesem Buch berichtet sie über die Geschichte, Philosophie und Kultur der Venusbewohner, die seit Jahrtausenden auf der Astralebene der Venus leben. Das ist ganz wichtig. Das heißt, sie existieren nicht so physisch, wie wir das als Menschen kennen, sondern ja auf einer anderen Ebene von Materie. Menschen von anderen Planeten besuchen die Erde schon lange. Aber weil sie aus einer anderen Dimension kamen, hatten sie Schwierigkeiten, die Gefühle und psychologischen Probleme gemischter Kulturen zu verstehen. Omnek Onek gehört in der Ufologie zu den sogenannten nordischen Aliens. Sie sehen aus wie Menschen, haben blonde Haare, blaue Augen und weiße Haut. Oft ist hier auch von arischen Merkmalen die Rede. Vor allem in den 1950er Jahren behaupteten viele sogenannte Kontaktpersonen, insbesondere in Europa, Begegnungen mit solchen Wesen gehabt zu haben. Die ersten Außerirdischen, die angeblich mit den Menschen Kontakt aufnahmen, waren die Venusianer. Sie werden auch als nordische oder arische Aliens bezeichnet. Sie sind groß, blond, weiß, im Grunde genommen Weltraum-Nazis. Sie sind die Herrenrasse der Aliens.
Sie kommen, um uns wohlwollend unsere Kultur und unser Erbe zu geben und um uns zu sagen, dass wir schlechte Dinge tun. Aber wenn wir ihnen folgen, dann wird alles wunderbar. Die nordischen Aliens wie die Venusianer mit ihren spirituellen Botschaften sind besonders in esoterischen Kreisen beliebt. Ja, die Vermischung von Esoterik und Aliens ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir davon ausgehen, es gibt Alienrassen, dann können diese Alienrassen etwas, was wir nicht können. Sie können zwischen Planeten reisen. Dementsprechend können wir erwarten, dass diese Alienrassen weiter sind, als wir es sind. Und weiter heißt für viele Menschen immer noch vom Kapitalistischen entfernt und eher einer Spiritualität zugewandt. Ich bin in Berlin aufgewachsen und habe schon relativ früh angefangen, mich für Esoterik und Spiritualität zu interessieren. Und dann haben sich Bücher angesammelt um mich herum. Astrologie habe ich studiert und Tarot und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, ich hätte so gerne einen eigenen esoterischen Buchladen. Und dort ist mir dann wieder eingefallen, Omnek Onek, ich kam von der Venus. Dann hat in mir es förmlich gerufen, hat gesagt, ich muss diese Frau mal kennenlernen, ich muss die mal sehen. Und dann habe ich den Verlag angerufen und der hat gesagt, ja, die Omnek ist hier. Die ist in Deutschland. Und du hast einen Laden? Wenn du einen Laden hast, dann können wir auch zu dir kommen. Und dann hat sie mich angeschaut. Nicht mit Absicht, es war einfach nur ihre natürliche Art zu schauen. Und dann ist aber diese Liebe zu mir in meine Augen geflossen. Ich habe das gefühlt in meinem Herzen. Ich habe gefühlt, was bedingungslose Liebe ist. Das kannte ich nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Das war der Start in diese Zusammenarbeit und in die persönliche Freundschaft. Ja. Alle Menschen auf der Erde haben in Wirklichkeit Vorfahren von anderen Planeten und anderen Sternensystemen. Wir sind hier alle Kolonien, wenn man so will. Und sie hat gesagt, die ersten Kolonien sind aus unserem Sonnensystem von Mars, Saturn, Venus und Jupiter gekommen. Von denen hat Omnek eben immer primär erzählt, dass die Rassen, die auf der Erde eben die dominanten oder die auffälligsten sind, von Mars, Venus, Saturn und Jupiter kommen. Venus, die Weißen, Mars, die Gelben, Saturn, die Roten und Jupiter, die Schwarzen. Das ganze menschliche System der Getrenntheiten, du bist gut, ich bin schlecht, Kriege inszeniert, das ist alles ein Riesending, was seit Tausenden von Jahren läuft, seitdem die Menschen vergessen haben, wer sie sind. Und wenn die Menschen nicht wissen, wer sie sind, sind sie perfekt kontrollierbar und manipulierbar. Und wer kontrolliert und manipuliert die Menschen dann jetzt? Die negativen Kräfte. Man weiß nicht, wer es ist. Okay, gut. Dann kommt was hilft dir das, wenn du es weißt? Es ist egal, wer sie sind. Sie sind sicherlich ein Team an kontrollierenden, manipulativen Kräften, wenn du so willst. Und das ist etwas, wo dann einerseits die Besorgnis der Außerirdischen besonders aktiviert worden ist und auch aber genau der Punkt, wo dann eben auch so jemand wie Omnek ins Spiel kam. Was können wir machen, um das Bewusstsein der Erde in eine höhere Frequenz zu bringen? Was können wir wirklich machen, um die Menschen zu erreichen? Die haben dann angefangen, über die Bevölkerung zu gehen, weil sie die Regierungen nicht erreicht haben, weil die wollten eben nicht ihre ganzen Kontroll- und Machtmechanismen in keiner Weise aufgeben. Immer unter dem Deckmantel der Bedrohung und so kontrollieren sie die Medien. Und da sie die Medien und die gesamten gesellschaftlichen Systeme und die Schulen und die Universitäten kontrollieren, ist das eben nur so ein bisschen an Wahrheit, was zu den Menschen durchsickert. Da
Der Glaube an Aliens wird an der Stelle eine Verschwörungserzählung, wo dahinter ein Narrativ steht, das davon ausgeht, dass irgendwer etwas vertuschen will, dass eine Wahrheit bekannt ist, die nicht weitergegeben wird. Das ist also quasi eine Ebene hinter der Existenz von Aliens auf der Erde gibt. Anja Schäfer glaubt, Aliens wie Omnek Onyx sind auf der Erde, um uns Menschen vor uns selbst zu retten. Es gibt aber auch Menschen, die in Aliens das Böse sehen. So wie Pastor Michael Hoggart. Hoggart leitet in Festus, einer knapp 12.000 Einwohner großen Gemeinde im Bundesstaat Missouri, eine kleine Freikirche. Hoggart selbst nennt sich UFO-Pastor. Seine Mission, zu zeigen, dass die Aliens eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Beweise dafür gibt es seiner Meinung nach zuhauf. In der Bibel. Kann ich ein Amen hören? Ich würde gerne mal von euch wissen, hat hier jemand schon mal ein UFO gesehen? Das ging schon in meiner Kindheit los. Ich war schon immer von Rätseln fasziniert. Und als ich las, was Erich von Däniken über Ezekiel schreibt, über diesen Wagen mit seinen Rädern innerhalb von anderen Rädern, als junger Mensch, der gerne Rätsel löst und dem außerdem gelehrt wurde, der Bibel, ihren Geschichten und an Gott zu glauben, all diese Dinge weckten mein Interesse. Zum einen daran, was UFOs sind, wer sie fliegt und was die Verbindung zwischen ihnen und der Bibel sein könnte. Diese Außerirdischen, von denen alle reden, die zum Teil wie Schlangen und Reptilien aussehen. Man nennt sie auch Reptiloiden oder Drakonier. Ist es nicht interessant, dass es in der Bibel eine Gruppe von Teufeln gibt, die genau so aussehen? Für so ziemlich jede Spezies von Außerirdischen, die ich studiert habe, gibt es eine Entsprechung in der Bibel? Ich habe nie an diese Dinge geglaubt. Ich war ein Skeptiker. Was ich an Pastor Mike schätze und was uns auch hierher gebracht hat, die Bibel ist alles. Was in der Bibel steht, ist die Wahrheit. Und wenn man Verbindungen von Außerirdischen zur Bibel herstellen kann und man mir dafür Verse und Beweise zeigt, egal was, wenn es da drin steht, dann werde ich nachforschen und dort Antworten finden, so wie es auch Pastor Mike getan hat. Ich denke, die große Herausforderung, wenn eben jetzt überzeugte, religiös eingestellte Menschen solchen Verschwörungstheorien anhängen, dann hängt das oft damit zusammen, dass sie ohnehin einen sehr stark vom Schwarz-Weiß-Denken geprägten Glauben vertreten. Evangelikale sind anfällig für auch, ich möchte sagen, ein verzerrtes ufologisches Denken. Insbesondere wenn sie sehr stark das Bildmaterial der Apokalyptik eins zu eins rezipieren. Das heißt, dass sie eben ganz klare Zuordnungen machen zwischen Schwarz und Weiß. Und dazu gehören natürlich die UFOs, die dann letztendlich ja Dämonen darstellen. Zum anderen hängt das zusammen mit einem ganz speziellen Bibelverständnis. Die Bibel wird letztendlich als das unfehlbare, absolute Wort Gottes interpretiert. Und man sucht dann nach entsprechenden Bibelstellen, um das zu beweisen.
Wenn es euch unangenehm ist, dass ich das Wort Alien sage, dass sie in der Bibel vorkommen, dass ich an Aliens glaube und daran, dass Menschen von ihnen entführt werden, wie wäre es, wenn ich stattdessen sage, ich glaube an Teufel und dass sie böse sind, dass sie die Menschen verführen wollen und ihnen schlimme Dinge antun. Wenn ich es so sage, dann klingt es religiöser, oder? Was ich euch damit sagen will, ist, es ist genau das Gleiche. Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis es Klick gemacht hat. Ich habe die Bibel gelesen, den Erklärungen des Pastors zugehört. Durch eigene Recherche kam ich zu denselben Ergebnissen. Mit der Hilfe von Pastor Hoggard sind wir viel tiefer in die Geschichten der Bibel eingetaucht. Wir haben gelernt, die Themen und Zahlensymboliken zu verstehen. Und dass es noch viel mehr in der Bibel zu entdecken gibt. Die Evangelikalen würden auf die Frage, wie kann Gott sozusagen das zulassen, dass da eben böse Mächte wirken und in den UFOs zu erkennen sein, da würde man sagen, ja, das ist das letzte Aufbäumen des Antichristen, des Satans, der eben sich solcher Kräfte, Energien, Dämonen auch bedient. Das ist sozusagen die kosmische Eingreiftruppe des Satans. Also das heißt, es ist Teil eines endzeitlichen Kampfes, den die Evangelikalen gekommen sehen. Pastor Mike will genau das, gegen Außerirdische vorgehen. Seiner Auffassung nach erscheinen sie der Menschheit seit Jahrtausenden in immer neuen Gestalten. Als Gottheiten, die vom Himmel herabsteigen und uns täuschen wollen. Die hier werden die Igigi genannt. Und an wen erinnern die euch? An E.T. aus dem Film E.T. Und der sieht also ganz zufällig so aus wie diese alten Götter? Also ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Denkt mal darüber nach. Die Geschichte von E.T. geht so. Ein Gott fällt vom Himmel auf die Erde. Er stirbt. 3 Tage später wird er wieder zum Leben erweckt und steigt in den Himmel auf. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist eine Verhöhnung des Christentums. Und als sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet, verspricht er ihnen, dass er den Heiligen Geist senden wird. Dieser E.T. nimmt seinen erleuchteten Finger, berührt Elliot in seinem dritten Auge und schenkt ihm Erleuchtung. Er sagt, ich komme wieder. Das war meine beste IT-Imitation. Dafür sollte ich $50 extra bekommen. Wenn mich Leute fragen, Mike, was denkst du über all diese UFOs, Außerirdische und was da vor sich geht, dann sage ich, halte dich von ihnen fern. Ich glaube, sie sind böse und verfolgen böse Ziele. Die einzige Seite, die hier gewinnen wird, ist die Seite Gottes. Pastor Hoggard ist also vorbereitet, wenn es eines Tages zu einer Alien-Invasion kommen sollte. In Sacramento wartet man an diesem Abend noch auf eindeutige Signale von oben. All das geschieht schon seit langer Zeit und wird nicht aufhören. Wir sind bereit für die Wahrheit. Darum sind wir hier. Es ist an der Zeit, dass alle wissen, dass es da draußen Leben gibt und dass die uns schon seit langem besuchen. And they've been visiting Earth for a long time. Auch wenn die Gruppe heute kein Glück hat, ihre Gewissheit über die Existenz von Aliens wird weiter bestehen.